Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von HDM Newstime in diesem Wintersemester 2020/21. Mein Name ist Tobi und ich darf euch heute gemeinsam mit Caroline durch diese Sendung begleiten. Wir hoffen, dass ihr gut in das neue Jahr gestartet seid. Wenn wir ehrlich sind, liegt die Messlatte für 2021 ja nicht besonders hoch. Und außerdem hoffen wir, dass ihr gemeinsam mit eurer Familie und euren Freunden ein paar schöne Stunden über die Weihnachtsfeiertage erleben konntet. Ein Garant für schöne Stunden war bisher auch immer der Hochschulsport gewesen. Nicht so in diesem Jahr. Die Pandemie sorgt für leere Hallen, verwaiste Sportplätze und einen nur bedingt möglichen Sportgeist. Schauen wir doch mal genauer rein. Frustrierte Studierende und ein zwiegespaltener Organisator. Die vergangenen Monate waren bedrückend beim Hochschulsport. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Kursangebot im Sommersemester enorm eingeschränkt. Es gab zwar Online-Angebote, die Sportplätze blieben allerdings größtenteils leer. Das war natürlich eine Situation, die sehr schade und unschön war für uns, weil wir natürlich weiterhin unseren Sport machen wollten, der uns allen Spaß macht und auch weiterhin was für die Leute im Frisbee und für die Studenten anbieten wollten. Und wir halt immer so ein bisschen hingehalten wurden und uns niemand wirklich sagen konnte, wie es weitergeht. Während andere Sportvereine im Sommer schnellstmöglich weitermachten, pausierte der Hochschulsport lange. Ja, war für uns natürlich auch sehr eine herausfordernde Zeit. Also wir hatten sehr viele Wechsel, mussten flexibel immer reagieren auf eben die neuen Regelungen der Regierung, aber eben auch auf die uni-internen Regelungen. Es hat viele Flexibilität von uns erfordert. Und leider natürlich konnten wir nicht ganz das anbieten, was wir gerne wollten. Die Uni legte fest, Gesundheit über allem. Entsprechend hart waren die Einschränkungen. Extra Laufwege sowie Zeitpuffer zwischen den Kursen, strenges Teilnehmerprotokoll und 1,5 Meter Abstand galt auch beim Sport. Die Organisatoren hatten es nicht leicht. Teamsportarten waren quasi unmöglich. Das Ultimate Frisbee Team musste sich eine eigene Lösung suchen. Zunächst trainierten sie auf einem Bolzplatz in Dürlewang, dann bei einem Hockeyclub in Degerloch. Sogar der Wechsel zu einem Verein stand zur Debatte. Vorerst hoffen sie aber noch auf Besserung beim Hochschulsport. Was ich mir vom Hochschulsport wünsche, ist, dass wir da etwas mehr Unterstützung erfahren und dass der Hochschulsport mehr dahinter ist, dass die Regelungen, die von der Politik vorgegeben werden, auch im Bereich der Öffnung dann wirklich konkret umgesetzt werden. Das heißt, wenn der Sport erlaubt ist, dass dann auch die Hochschulsportgruppen die Möglichkeit haben, im Rahmen der Regelungen ihren Sport zu treiben auf dem Hochschulsportgelände und mit Unterstützung vom Hochschulsport. Im jetzigen Lockdown ist daran nicht zu denken. Ich vermute, die Uni Stuttgart wird das für das gesamte Wintersemester keine Präsenzkurse anbieten, uns lassen. Ja. Sollte sich aber die Entwicklung insgesamt positiver darstellen, auch in deutschlandweit, als es jetzt ist, dann sind wir natürlich sofort stoppklar und bereit und würden gerne was anbieten. Für die Teams im Hochschulsport, Studierende und Trainer heißt es also abwarten. Wenn auch eure Sportkurse ausgefallen sind und ihr auf der Suche nach alternativen Freizeitaktivitäten seid, dann solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen. Ganz genau. Denn unsere beiden Reporter Clara und Lukas haben für euch den Bärensee und den Killesberg erforscht und dabei auch einen echten Bären gesehen. Ihr habt Lust, eine Runde joggen zu gehen oder wollt einfach mal in die frische Luft? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Clara und ich stehe heute am Bärensee, einer von 3 Seen im Naturschutzgebiet Rotwildpark. Wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr bis zu 26 Vogelarten hier hören. Außerdem könnt ihr auf dem rund 6 Kilometer langen Rundweg um die 3 Seen herum sogar Fledermäuse oder Schildkröten entdecken. Echt schön hier, oder? Das fand doch Herzog Karl Eugen von Württemberg und ließ 1768 hier sein Lustschloss, das Bärenschlössle, oberhalb des Bärensees erbauen. Fein. Wir sind jetzt oben angekommen und gönnen uns hier erstmal ein Stück Kuchen und einen Glühwein. Schon leer. Naja, zum Glück habe ich ja noch meinen eigenen Glühwein dabei. Falls ihr es doch etwas urbaner haben möchtet, dann hat Lukas genau das Richtige für euch. Ja, vielen Dank, Clara. Ich bin der Lukas. Ich bin heute mit dem Longboard unterwegs und ich zeige euch mal das grüne U in Stuttgart. Wir legen los im Höhenpark im Killesberg. Da kommt ihr am besten mit der U5 vom Hauptbahnhof aus hin. Wir sind am Killesbergturm angekommen. Die Aussicht ist richtig, richtig schön. Und auf der anderen Seite geht es jetzt gleich weiter in den Rosensteinpark.
St. Helens Steg. Das ist der Übergang vom Höhenpark zum Wartberg. Und man kann wirklich von der Haltestelle Killesberg durch den Höhenpark, hier über den Wartberg, rüber in den Rosensteinpark gehen und dann runter in den Schlossgarten und bis zum Schlossplatz wieder durchlaufen. Ich habe jetzt noch einen kurzen Abstecher gemacht an die Bastion Leibfried. Und zwar ist die genau zwischen Wartberg bzw. dem Egelsee und dem Rosensteinpark. Ich empfehle euch auf jeden Fall noch weiter zu gehen durch den Schlossgarten und dann wieder vor in Richtung Innenstadt. Aber Toni, ich glaube, wir trinken jetzt Glühwein, oder? Achtung, Deadline! Am 12. Januar endet die Bewerbungsfrist für ein Auslandssemester im Wintersemester 2021/22. Mehr Informationen bekommt ihr auf der Website des Akademischen Auslandsamts im Intranet. Wir hoffen, dass bis dahin alle Reisebeschränkungen aufgehoben sind und ein reguläres Auslandssemester wieder möglich ist. Das war 2020 ja nicht der Fall. Für viele Studis hieß es deshalb Vaihingen statt Venice und Bad Cannstatt statt Barcelona. Wie ein solches Auslandssemester aber trotz Lockdown funktioniert, zeigen wir euch im nächsten Beitrag. Das Auslandssemester ist ein Highlight für jeden Studenten. Dort haben sie die Chance, ein Land für sich zu entdecken und neu zu erleben. Ich war mit den Leuten viel reisen. Gerade in diesem Semester konnte ich was komplett Neues ausprobieren. So viele verschiedene Eindrücke, Kulturen, verschiedene Sprachen. Ich habe so viel gesehen, es war unglaublich. Doch dann kam Corona. Von da an gab es für viele nur noch die Möglichkeit, virtuell im Ausland zu studieren. Wie das Ganze aussehen kann, erzählen euch Julia und Laura aus dem Studiengang Online-Medienmanagement. Sie verbringen ihr kanadisches Auslandssemester derzeit zu Hause in Deutschland hinter dem Bildschirm. Ich hätte aber auch sagen können, ich mache alle Kurse online in Kanada. Oder jetzt, wie ich es gemacht habe, dass ich quasi das teils habe. In Kanada kann man sich auch Buddies zuteilen lassen. Von daher, da könnte man schon Kontakt aufbauen. Und auch in dem Kurs haben wir auch Gruppenarbeit. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man dann mit den Menschen weggehen kann oder so. Also man kann bedingt Beziehungen aufbauen. Es gibt da auch verschiedene Online-Events, die da geplant werden. Aber da ist jetzt auch die Beteiligung, sag ich mal, nicht so hoch. Trotzdem zumindest so ein bisschen die Arbeitsweise kennen und wie auch Kurse in anderen Ländern aufgebaut sind. Und es kommt auch trotzdem noch gut auf Bewerbungen. Also ich hatte jetzt neulich ein Bewerbungsgespräch und die war auch sehr fasziniert, dass wir virtuell quasi im Ausland sind. Ein komplettes Auslandssemester kann man so auch nicht ersetzen. Also die ganzen Erfahrungen, die fehlen einem schon, auch wenn es online zwar die Uni sich repräsentiert, aber das Land kann man so nicht wirklich mitbekommen. Frau Schumacher, die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes an der HDM, blickt optimistisch auf das virtuelle Angebot. Ja, Online-Vorlesungen, klar, ich würde es halt clever kombinieren. Also ich würde mir nicht alles im Ausland antun, aber ich würde halt schauen, was interessiert mich, wo habe ich das Gefühl, ich kriege einen coolen Input und lerne was dazu. Und da würde ich die Rosinen picken, ganz logisch. Ob das nächste Jahr wieder mehr Möglichkeiten für den Auslandsaufenthalt der Studierenden bietet, bleibt abzuwarten. Bewerben sollte man sich allerdings jetzt schon. COCO for CCI. Gesundheit. Nee, keine Angst. Der COCO for CCI Corporation Sprint findet bald statt. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Online-Veranstaltungsformat, bei dem sich Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Branchen einer gemeinsamen Challenge stellen. In einem Co-Creation-Prozess unter Anwendung von Design Thinking und weiteren Innovationsmethoden wollen sie Lösungen für die Probleme unserer Zeit finden. Und davon gibt es ja so einige. Vom Dienstag, den 26. bis Mittwoch, den 27. Januar 2021, dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema, welche Herausforderungen Unternehmen durch Covid-19 haben und wie man dies am besten lösen kann. Der zweitägige Sprint bietet daher die perfekte Gelegenheit für alle Interessenten im Kreativbereich, sich nicht nur kreativ auszutoben, sondern auch ein bisschen zu networken. Die Anmeldung ist übrigens kostenlos und bietet daher die perfekte Gelegenheit für jedermann. Das war es auch schon wieder mit unserer letzten Newstime-Folge. Wir wünschen allen Studierenden für die kommende Prüfungsphase ganz viel Erfolg und natürlich auch viel Kraft. Wir wissen, glaube ich, alle, dass die aktuelle Zeit für niemanden einfach ist. Deshalb ist es umso wichtiger, Menschlichkeit zu zeigen und auch Mitgefühl mitzubringen. Zusammen schaffen wir das Ganze schon.
Also immer schön positiv bleiben oder negativ. Bleibt gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.